Moin, ich möchte euch heute meine EcoVid-Wetterstation vorstellen. Neben dem Produktreview möchte ich euch aber auch die Installation und die Integration in Home Assistant zeigen. Solltet ihr bisher noch nicht meinen Kanal abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Für den Algorithmus würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked oder einen Kommentar da lasst. Und nun viel Spaß mit der Produktvorstellung. Beginnen möchte ich mit dem WH31. Der WH31 ist ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. In einem Display wird dann auch die Temperatur und Feuchtigkeit angezeigt. Alle Signale werden an ein Wi-Fi-Gateway gesendet, und zwar das ist hier das GW1100. Neben dem Wi-Fi-Gateway haben wir hier noch ein Temperaturmesser, ein Luftfeuchtigkeitsmesser und zusätzlich noch ein Barometer verbaut. Als nächstes möchte ich euch den 7-in-1 Außensensor zeigen. Er umfasst einmal eine Windfahne, Windschalen, ein UV- und Sonnenstrahlungssensor, dann ein Thermohygrometersensor, ein Regenmesser, eine Wasserwaage und einen Sonnenkollektor. Signale werden auch hier zum GW1100 gesendet. Zu guter Letzt möchte ich euch noch die Bodenfeuchtigkeitssensoren zeigen. Diese messen die Feuchtigkeit im Boden. Nun kommen wir zur Installation. Als erstes verbinden wir den GW1100 Wi-Fi Gateway mit unserem Stromnetz über den USB-Port. Dann lassen wir uns unsere WLAN-Verbindungen anzeigen. Und dann sollte hier der GW1100 Wi-Fi Gateway angezeigt werden. Dann klicken wir auf Verbinden und verbinden unseren Rechner mit dem Wi-Fi Gateway. Im Anschluss daran geben wir in die Adresszeile im Browser die Internetseite oder die IP-Adresse 192.168. Punkt 4.1 an und kommen dann auf die Login-Seite. Auf der Login-Seite können wir uns einfach über den Login-Button einloggen. Hier müssen wir nun unsere Router SSID eintragen. Das ist die Router SSID von unserem WLAN-Netzwerk. Im Anschluss geben wir dann das Wi-Fi-Passwort ein und bestätigen das Ganze über Apply. Unsere Wetterstation wird nun eine IP-Adresse gegeben und eine Subnet-Mask bzw. ein Default-Gateway wird angezeigt. Wir haben noch die Möglichkeit, die Wetter-Services einzugeben. Wir haben hier die Möglichkeit, das EcoVid.net zu nutzen, beziehungsweise Wonderground, Weather Cloud, Weather Observation Website oder halt die Integration in Home Assistant, die ich euch noch im Anschluss zeigen möchte. Als nächsten Schritt zeige ich euch die Device Settings. Hier habt ihr die Möglichkeit, noch ein Login-Passwort zu vergeben, in der Mitte hier. Wir können checken, ob wir eine neue Version haben oder die Version neu rebooten. Dann können wir hier noch etwas zu den Einheiten sagen, wie wir gemessen werden soll. Und wir können das Ganze kalibrieren lassen. Wir können die Regentools können wir zurücksetzen oder die ganzen einzelnen Sensoren uns anzeigen lassen. Zu guter Letzt sehen wir auf der Live-Data-Seite die im Wi-Fi Gateway installierten Sensoren. Als nächstes habe ich die Batterien in den WH31-Sensor eingebaut
und habe die Schieberegler von 1 auf 3 nach unten gesetzt für den Kanal 1 und den vierten Schieberegler nach oben für die Grad Celsius Anzeige. Hier sehen wir auch das Display und in den Live-Daten wurde automatisch das Gerät erkannt. Zu guter Letzt habe ich noch die Batterien in den Bodefeuchten Sensor eingesteckt und dann das Ganze verschlossen und schon wurden die Sensoren auch automatisch erkannt und in unserer Live-Übersicht angezeigt. Es bleibt also festzuhalten, die Installation erfolgt automatisch und alle Sensoren werden sofort erkannt. Kommen wir nun zur Integration in Home Assistant. Hierzu klicken wir auf Hacks, unser Home Assistant Community Store, und gehen dann auf Integrationen. Rechts unten haben wir das Durchsuchen und Herunterladen von Integrationen und hier geben wir EcoWit ein. Und haben hier die EcoWit Weather Station. Und dann klicken wir rechts unten auf Installieren und Herunterladen. Und dann auf Herunterladen. Um die Integration nun hinzuzufügen, klicken wir auf Einstellungen, dann auf Geräte und Dienste. Und hier hätten wir die Möglichkeit, rechts unten die Integration hinzuzufügen. Das wollen wir jetzt aber noch nicht machen, denn wir wechseln noch mal einmal auf unsere Wetterstation, auf das Dashboard und gehen dort auf Weather Services. Denn wir müssen noch einmal die Wetterstation konfigurieren, dass sie die Daten sendet. Ganz unten klicken wir auf Customize Enable und wählen dort als Server-IP aus homeassistant.local und als Protokoll nehmen wir das EcoWit-Protokoll. Als Pfad haben wir, als Port nehmen wir 4199 und dann haben wir noch ein Intervall von 60 Sekunden, dass die Daten aktualisiert wird. Wir klicken dann auf Save und nun haben wir das Ganze soweit eingerichtet. Nun wechseln wir zurück in unsere Home Assistant und klicken nun auf Integration hinzufügen. Hier geben wir nun Integration Eco ein und haben die EcoWit Weather Station und auf dieser Seite werden uns nochmal genaue Informationen gegeben, die wir jetzt gerade schon gemacht haben, denn wir sollen jetzt nämlich die Wetterstation vorbereiten. Jetzt wählen wir unseren Port aus, der 4199, und klicken dann auf Fertig. Jetzt dauert es maximal eine Minute und die Wetterstation sendet nun die Daten ans Home Assistant. Und siehe da, das Ganze ist jetzt schon geschehen. Wir haben jetzt ein Gerät und 32 Entitäten hinzugefügt. Im nächsten Schritt klicken wir jetzt nun noch einmal auf die Entitäten drauf und können uns hier alle Entitäten anzeigen lassen. Wir sehen also den Batteriestatus, wir sehen die einzelnen Sensoren, die uns hier in dieser ganzen Liste angezeigt werden. Gehen wir nochmal zurück in die Geräte rein, beziehungsweise auf die Integration und klicken auf Konfigurieren. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, alle Parameter einzustellen, und zwar die Einheiten, in denen unsere Geräte angezeigt werden sollen. Dann klicke ich auch mal auf Absenden und das Ganze wurde erfolgreich gespeichert. Nun möchten wir natürlich unsere Wetterstation auf unserem Dashboard hinzufügen. Dafür klicken wir auf Übersicht, rechts oben auf das Hamburger-Menü, auf Konfigurieren und nach Entitäten anzeigen lassen.
Und wenn ich jetzt hier EgoWid eingebe, sehe ich, da habe ich leider keine Möglichkeiten. Aber ich habe hier die Möglichkeit, über die Karten meine Sensoren hier hinzuzufügen. Und ich wähle die Karte jetzt hier in diesem Beispiel einmal Elemente aus. Dazu muss ich noch einmal wieder hochscrollen. Und zwar hier. Lösche die bisherigen Entitäten einmal raus und möchte jetzt im Beispiel einfach mal eine Wind-Entität hinzufügen. Also gebe ich einfach mal Wind ein und dann sehen wir, ich kann hier die Wind Direction eingeben, also die Windrichtung. Und wenn ich nochmal Wind eingebe, habe ich hier Wind Gust für die Böen. Und wir sehen hier, dass die Wind Gust uns auf der rechten Seite angezeigt wird. Wenn ich nochmal eingebe, kann ich mir auch die Wind Speed anzeigen lassen. Hier sehen wir in Meter pro Sekunde. Und so kann ich weiter verfahren, indem ich jetzt beispielsweise einfach mal Maximum Daily Wind Gust aussuche. Und hier sehen wir, oh, da sind die in MPH angegeben, das möchte ich ja eigentlich nicht. Jetzt muss ich mal gucken unter Wind, Wind Gust. Ach, da habe ich die einmal in Meter pro Sekunde und einmal in MPH und dann lösche ich die für MPH raus, weil ich möchte ja nur die für Meter pro Sekunde drin haben. Und auch hier haben wir die Wind Gust auch draußen, die möchte ich auch rauslöschen. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal die Draußentemperatur hinzufügen, also die Outdoor Temperature. Das mache ich dann jetzt auch mal da. Bevor ich nun auf Speichern hier rechts unten klicke, gebe ich nochmal einen Titel ein und nehme jetzt mal den Titel Wetterstation und klicke dann auf Speichern. In einem anderen Video möchte ich euch noch gerne mein Dashboard vorstellen, was ich final mit dieser Wetterstation gemacht habe. Wir haben uns nun das Produkt einmal angeschaut, haben uns die Installation des Produktes angeschaut und zu guter Letzt die Integration in Home Assistant. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert, dass ihr ein Like da lasst und natürlich auch noch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss!